Salve! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich mit euch mal über Serien sprechen. Und zwar habe ich 6 Serien aus meiner Watchlist rausgesucht, die ich alle schon geschaut habe und die alle nach wahrer Begebenheit sind. Das finde ich nämlich selber auch besonders interessant. Bei 2 muss ich eine kleine Einschränkung machen, aber das werde ich euch dann erklären, wenn es soweit ist. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und hoffe, für euch ist viel Inspiration dabei. Die erste Serie, die ich erwähnen möchte, habe ich auch gerade in meinem letzten Video erst erwähnt. Also ich hoffe, es kommt nicht Langeweile auf. Wenn nicht, schaut mal in die Infobox, da sind Timestamps, dann könnt ihr vorspulen. Es geht um The English Game und zwar geht es dort um Fußball. Es war so, dass das Fußballspiel eigentlich aus England kommt und damals hat es eigentlich nur die Gentleman Liga als Hobby betrieben. Und die haben dann eine FA, das ist die Football Association, einen Fußballverband gegründet, der im Grunde auch die Regeln für dieses Spiel aufgestellt hat. Ja, das streute sich aber sehr und dieses Hobby wurde dann auch bei anderen Ländern populär und auch bei anderen Gesellschaftsschichten. Und in dieser speziellen Serie sehen wir eben, wie es ist, wenn ja englische wohlhabende Söhne, die das aus Spaß spielen und ja schottische Arbeiter, die den ganzen Tag in Lohn und Brot stehen und sich danach eben noch für den Fußball aufopfern, wenn die aufeinandertreffen und was für einen verschiedenen Ehrgeiz die mitbringen. Darum geht's. Es ist so, dass es dort auch ein geschichtliches Ereignis gab und das ist Thema dieser ganzen Serie. Wobei aber auch jetzt es nicht historisch total akkurat ist. Also manche Jahreszahlen stimmen nicht und manche Namen stimmen in der Form von den Fußballvereinen nicht. Das möchte ich an der Stelle sagen, wenn euch sowas wichtig ist. Also es ist nicht total korrekt, aber es geht um die Grundaussage. Das war nämlich damals so, dass es für die Arbeiter sehr, sehr schwierig war. Dieser FA-Club hat die Regeln noch nicht komplett ausformuliert. Früher war es nicht gang und gäbe, dass Fußballspieler Geld bekamen für ihr Spiel. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man den ganzen Tag in so einer Weberei oder sonst irgendwo steht und arbeitet, ja, dementsprechend motiviert ist man dann eben auch noch, sich für seinen Fußballverein aufzuopfern. Und man könnte sich dem Fußball natürlich sehr viel besser widmen, wenn man nicht so viel arbeiten müsste, so wie das eben auf der ja, englischen Seite ist, bei den Söhnen aus der Oberschicht. Das ist das Grundthema, aber auch sonst bei dieser Serie. Es gibt sehr, sehr viele interessante Charaktere. Nach und nach entfaltet sich da auch eine sehr komplexe Handlung. Man versteht die Motivation der einzelnen Personen, durchweg auch sehr interessante Charaktere. Es geht um Liebe, es geht um Freundschaft, es geht um Familie, es geht um Herkunft. Es geht darum, seinen Weg zu finden und vielleicht sein Schicksal anzunehmen, so wie es ist. All diese Themen spielen eine Rolle. Ich fand die Serie großartig und sie konnte mich emotional sehr erreichen. Und ja, deswegen empfehle ich sie euch und ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut. Ist eine wirklich tolle, gelungene Serie und deswegen landet sie heute mit in diesem Video. Die zweite Serie, die ich euch vorstellen möchte und die ich auch völlig underrated finde, also die Leute sprechen da viel zu wenig drüber, ist Charité. Es ist eine deutsche Serie und ich finde, sie ist unheimlich gut gelungen. Es ist vielleicht am Anfang für den einen oder anderen irritierend, dass tatsächlich die Münder sich nach der Sprache bewegen, weil die Protagonisten natürlich dort auch Deutsch sprechen, das ist klar. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat und man eben deutsche Serien nicht so gewöhnt ist, dann kann man nur Nutznießer des Ganzen sein. Es ist so, dass eine junge Frau Ida mit einer Blinddarmentzündung in die Charité eingeliefert wird und dort eine Operation erhält. Und sie hat aber kein Geld und sie wird ganz kurz nach dieser Blinddarmentzündung auch von ihrer Arbeit her gekündigt. Und dann wird sie bei der Charité angestellt, um dort ihre Kosten abzuarbeiten. Und sie entdeckt dabei selber ihr Interesse an der Medizin. Natürlich treffen wir hier auch auf eine historische Persönlichkeit aus dem medizinischen Bereich. Und zwar vielleicht sagt euch der Name Emil von Behring was. Vielleicht auch nicht. Mir sagte das was damals, weil ich auf der Emil von Behring Schule in Marburg war. Und deswegen hatte ich natürlich die Augen offen und ja, die Ohren waren auf Empfang gestellt, als es um diese historische Persönlichkeit ging. Und ich muss sagen, dass mich die Serie unheimlich gepackt hat, weil Emil von Behring ein ganz, ganz interessanter und tragischer Charakter zugleich war. Und Ida kommt mit ihm in Kontakt und es geht natürlich auch um Feminismus. In der Zeit konnte man als Frau sich überhaupt nicht beruflich entfalten. Und es war eine Zeit, in der Krankheiten alles übermannt haben. Also zum Beispiel Diphtherie war da noch ein großes Thema und Tuberkulose. Und um diese ganzen Themen geht es in dieser
in dieser Serie. Und ich finde das Thema ganz, ganz toll aufbearbeitet. Mir hat die Kulisse unheimlich gut gefallen. Mir hat es gefallen, dass dargestellt wurde, wie die Schwestern in so einem Krankenhaus damals arbeiten mussten. Dort gibt es auch eine Oberin, sagt man, glaube ich, also eine Oberschwester, die natürlich super streng ist, ganz konservativ und ganz christlich veranlagt. Und die macht natürlich den jungen Frauen das Leben auch nicht gerade leicht. Und das alles spielt in dieser Serie eine Rolle und mir hat sie super gut gefallen. Das ist übrigens auch nur die erste Staffel, von der ich jetzt spreche. Die zweite Staffel spielt kurz vorm Zweiten Weltkrieg, also Pi mal Daumen 50, 70 Jahre später. Und die kann man sogar unabhängig von der ersten Staffel gucken, weil es neue Schauspieler gibt und ein ganz neues Thema. Aber historisch gesehen ist die Charité immer im Mittelpunkt. Das ist das Berliner Krankenhaus heute noch. Falls es jemand nicht weiß, nicht alle Menschen kommen aus Berlin, deswegen, also das ist großes Thema bei der Serie und die hat mir super gut gefallen. Ich denke heute noch oft dran und fand die ganz großartig und da solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken. Die nächste Serie, die ich für euch habe, ist, ich glaube, eine sechsteilige BBC-Serie, ein Drama, und zwar nach dem Weltbestseller, nach dem Klassiker Krieg und Frieden von Leo Tolstoi. Und es heißt auch Krieg und Frieden. Und wer nicht weiß, worum es geht, wir befinden uns im Jahre 1805. Historische Kulisse ist natürlich Napoleon und sein Feldzug durch Europa, wie er in Russland dann zum Erliegen gekommen ist und wodurch. Beleuchtet bei der ganzen Serie werden verschiedene Adelsfamilien, die alle irgendwie dann miteinander zu tun bekommen. Und Hauptfiguren sind Natascha, Andrei und Peter Besuchow. Mir hat damals, allein in dem Buch, ist ja auch eins meiner Lieblingsbücher, Peter Besuchow schon gefallen. Und ich finde, in der Serie haben sie ihn wirklich so gut getroffen. Dieser Schauspieler, der macht das so toll. Wir lernen ihn kennen als einen jungen, naiven Optimisten. Der kommt auf so eine Feier von russischen Adeligen und spricht für die Franzosen, was überhaupt nicht geht, weil alle Russen grundsätzlich gegen die Franzosen sind. Nämlich der Krieg steht kurz bevor. Und er wurde aber in Frankreich großgezogen. Und in seiner Brust schlagen zwei Herzen und auch erst im Nachhinein betrachtet, merkt er, was er eigentlich mit seiner Meinungsverbreitung dann veranstaltet hat. Aber das Leben hält für Peter noch sehr viele andere Dinge bereit und auch die Adligen werden ihn noch mit anderen Augen später sehen. Ja, Natascha ist ein junges Mädchen, die sich verliebt und verlobt und das Ganze hat doch einen weitaus tragischeren Ausgang, als sie vermutet, weil sie noch jung ist und von ihren Gefühlen sich leiten lässt. Da gibt es noch einen Offizier, der im Krieg bleibt und auf der Suche nach sich selbst ist. Und ja, also diese Serie und das Buch irgendwie zusammenzufassen, ist besonders schwierig. Aber es gibt halt wirklich Haupthandlungsstränge, die man inbrünstig verfolgt, weil man einfach diese Charakterentwicklung mitmachen will. Und mein Lieblingscharakter ist und bleibt Peter Besuchow, obwohl er vielleicht jetzt nicht unbedingt der herausragendste optisch ist oder sowas, aber seine Entwicklung war großartig und ich liebe die Kulisse bei Krieg und Frieden. Ich liebe die Kostüme, ich finde, es ist ganz toll auf den Punkt gebracht. Die Musik ist toll, dieser russische Flair kommt darüber und der Krieg wird auf die richtige Art und Weise mit dem richtigen Tempo und der richtigen Dosis beleuchtet. Bei Krieg und Frieden in dem Buch erstrecken sich manche Schlachten schon über manchmal 100 Seiten und das ist natürlich bei so einem 1000-Seiten-Buch dann ein bisschen zäh. In der Serie ist es besser dosiert. Und wer vielleicht nicht die Muße hat, Krieg und Frieden zu lesen, der sollte auf jeden Fall diese Serie gucken. Die ist auch überhaupt nicht besprochen von anderen Menschen, was sehr schade ist, weil ich finde sie großartig. Ist eine meiner Lieblingsserien, die ich immer wieder gucken könnte. Und schaut doch mal rein, die war ganz toll. Die nächste Serie, die ich für euch habe, haben wahrscheinlich die meisten irgendwie schon mal gehört. Die Serie gibt es auch schon ein bisschen länger. Es gibt insgesamt 4 Staffeln und ich spreche von nichts anderem als The Tudors oder den Tudors. Es lief sogar damals im Fernsehen. Mittlerweile kann man das auf Abruf bekommen. Wenn ihr wissen wollt, wo welche Serien ausgestrahlt werden, ich habe einen Link für euch in die Infobox gepackt. Ich gucke immer nach bei Wer streamt es. Dort kann man eben eingeben, was man gucken möchte und dann zeigt einem die Internetseite, wo man es kaufen oder eben auf Flatrate gucken kann. Das finde ich ganz praktisch. Das nur am Rande. Ja, in The Tudors geht es natürlich um Heinrich den VIII., den sagenumwobenen und wahrscheinlich berühmtesten englischen König, weil er 6 Ehefrauen verschlissen hat. Sein Grundbedürfnis ist es, einen Nachfolger zu bekommen, einen Thronerben. Er will einen Sohn haben und er projiziert das, was er hat, in seine Frauen und er wird rasend, wenn er nicht bekommt, was er will. Und
Abgesehen davon wollte er auch immer ein großer Kriegsherr sein. Und das mischt auch noch mit rein. Und er verscherzt es sich mit der Kirche, die ständig mit Rat und Tat zur Seite steht und die natürlich überhaupt nicht befürwortet, wie er mit den Frauen umgeht. Scheidung gab es damals nicht. Wir sind mitten in der Renaissance zwischen 1520 und 1550 müsste das ungefähr sein, wo die Serie spielt. Und ja, es spielt einfach so viel rein, aber im Endeffekt ist natürlich die Serie ein Porträt von Henry VIII. Und der Schauspieler, der das macht, ist selber im Privaten leider auch depressiv. Aber er spielt diese Rolle einfach so toll. Und ich habe The Tudors, glaube ich, schon zwei- oder dreimal geguckt. Und es ist auch eine meiner Lieblingsserien. Schon viele Jahre, die habe ich auch schon vor den Büchern von Philippa Gregory gelesen. Manche Königinnen kommen vielleicht ein wenig zu kurz, so wie Jane Seymour oder Catherine Howard. Andere nehmen dafür sehr viel mehr Raum ein, wie zum Beispiel Anne Boleyn. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr interessante Person, die berühmteste Mätresse der Welt. Sie hat es geschafft, Heinrich VIII. 6 Jahre lang hinzuhalten, ihn nicht ins Bett zu entführen, um ihre Würde zu wahren und ihn sozusagen an der Stange zu halten, dass er sie dann letztendlich doch vielleicht noch heiratet. Wunderbare, interessante Geschichte. Wenn ihr The Tudors nicht kennt und wenn ihr was für englische Geschichte übrig habt und zu faul seid, vielleicht viele Bücher zu lesen, guckt da mal rein. Ein kleines Pluspünktchen natürlich noch. Der beste Freund von Heinrich VIII. ist, ich weiß, vergessen, wie er heißt, aber er wird gespielt von Henry Cavill. Aber Henry Cavill ist ein Augenschmaus und er war damals noch überhaupt nicht berühmt und ist einfach wundervoll anzusehen. Die nächste Serie, die ich für euch habe, ist zwar nicht unbedingt historisch, aber sie ist nach einem sehr klassischen historischen Film inspiriert. Es ist nämlich die Vorgeschichte zu Alfred Hitchcocks Psycho. Und ich rede von Bates Motel. Bates Motel ist abgeschlossen, wurde gedreht zwischen 2013 und 2017. Und es geht um Norma und Norman Bates, also Mutter und Sohn. Die beiden ziehen frisch in ein idyllisches Örtchen und wollen sich ein neues Leben aufbauen, weil der Vater von Norman auf mysteriöse Weise irgendwie einen Unfall hatte und gestorben ist. Und ja, ich will nicht zu viel verraten. Ich glaube, viele von euch wissen gar nicht, worum es im Psycho bei Alfred Hitchcock geht. Der Name sagt eigentlich schon alles. Es geht darum, den Sohn Norman Bates zu charakterisieren und eben die Vorgeschichte von ihm zu verstehen. Die Quintessenz der ganzen Serie ist es, wenn man vielleicht gewisse Anzeichen, die da waren, nicht richtig deutet. Wenn sich so eine Sache dann vielleicht in einer Psyche verwächst, nicht behandelt wird und ja immer weiter ausreift. Wie das eben sein kann, wenn man jemandem dabei zuguckt, wie er psychisch krank wird. Und das ist in Bates Motel so gut dargestellt. Die Serie ist einerseits gruselig, hochspannend, auf der anderen Seite witzig, weil Norma Bates, die Mutter von Norman, ist eine so interessante Frau. Also das ist wirklich mein Lieblingscharakter in der ganzen Serie gewesen. Sie ist hin und her gerissen. Eigentlich ist sie eine totale Übermutter, eine totale Helikoptermutter, die man eine ganze Zeit lang vielleicht auch falsch einschätzt. Je mehr man von der Geschichte der beiden erfährt, desto mehr kann man vielleicht verstehen, warum sie so geworden ist. Natürlich ist es in vielerlei Hinsicht auch eine falsche Herangehensweise, aber sie kann eben auch aus ihrer Haut nicht raus. Nichtsdestotrotz ist sie eine ganz, ganz starke Frau, die sich durchkämpfen muss mit ihrem Sohn gegen diese Kleinstadt. Sie muss sich also beweisen, will dort ihr Einkommen sichern mit dem kleinen Hotel. Und es wird ihr wirklich schwer gemacht. Und sie kämpft. Und es gibt noch jemanden in der Familie, den wir kennenlernen, was man vielleicht auch so nicht erwartet. Und Norma hat auch eine sehr, sehr interessante Geschichte aus ihrer Vergangenheit. Und so kommt da eins zum anderen. Und es wird immer spannender und immer komplexer. Und das Ganze zieht sich wirklich über 5 Staffeln hin. Und Bates Motel war für mich eine der besten Serien bisher. Alle Serien, die mir nämlich irgendwie im Ansatz nicht gefallen, die gucke ich auch nicht zu Ende. Aber Bates Motel könnte ich immer wieder gucken. Ich habe alle 5 Staffeln geguckt. Ich muss sagen, zwischen der 4. und der 5. habe ich ein Jahr Pause gebraucht. Warum, kann ich nicht sagen. Aber vielleicht habt ihr es schon gesehen, dann könnt ihr mir auch mal eure Meinung sagen. Ansonsten empfehle ich euch, wenn ihr so ein bisschen auf klassisches Psychothriller, wenn ihr auf sowas Lust habt, dann guckt da auf jeden Fall mal rein. Ich finde, Bates Motel ist was ganz Besonderes, weil es eben gleichzeitig mit Komik und gleichzeitig eben mit diesem Mystery aufwartet. Und ja, das fand ich ganz, ganz toll und hat mich bis heute nachhaltig beeindruckt. Ich liebe Bates Motel und
Müsst ihr auch mal reingucken. So, die letzte Serie, die ich für euch habe, ist auch nicht unbedingt nach einem historischen Ereignis verfilmt. Es geht vielmehr darum, was passieren könnte. Es sind viele Dinge, die schon passiert sind, mit in diese Serie hineingeflossen. Deswegen will ich sie in dem Atemzug dieses Videos auch mit erwähnt haben. Und zwar rede ich von The Handmaid's Tale. Es gibt mittlerweile 3 Staffeln von der Serie und das Ganze ist nach dem Bestseller-Roman von Margaret Atwood verfilmt. Und es geht mir wirklich nicht oft so, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich das Buch besser finde oder die Serie, weil die Serie hat nochmal eine ganz andere Art, an diese Geschichte ranzugehen. Die ist irgendwo sehr viel eindringlicher als das Buch und hat eine großartige Schauspielerin. Es geht um einen totalitären Staat, Gilead, der irgendwo in naher Zukunft entsteht. Und dort werden Frauen, die fruchtbar sind, als Leihmütter missbraucht und versklavt. Es gibt also politische Familien, die nennen sich Commander. Also der Mann ist da der wirklich Mann im Haus. Das ist wirklich auch wieder altmodisch, so wie früher, wo Frauen noch nichts zu sagen hatten. Die Frau des Commanders hat einen gewissen Einfluss, aber auch nur zum kleinen Teil. Unsere Figur June kommt dort in diesen Haushalt und sie wird sogar mehr oder weniger so gehalten, dass sie zum Beispiel eine Haube tragen muss, wenn sie rausgeht. Sie muss Einkäufe machen. Es gibt eine Martha, das ist die Köchin. Jeder Haushalt hat eine Köchin. Die reden auch kaum miteinander. Und in der ganzen Serie herrscht eine ganz, ganz eklige, bedrängende Atmosphäre. Dazu sind die Kameraeinstellungen und die Farben auch in der Serie ganz großartig gehalten. Und warum das jetzt bei historischen Serien gelandet ist, will ich an der Stelle vielleicht auch kurz erklären. Mich erinnert das immer so ein bisschen an die Totalität der DDR, weil irgendwie alles schmucklos und mangelhaft ist. Die Geschäfte haben zum Beispiel nur eine Art Äpfel oder sowas und wenn das Regal leer ist, dann gibt es das nicht. Also man kriegt nicht immer alles in den Geschäften. Und überall wachen Personen überein, das hat jetzt nichts mit der DDR zu tun, dort stehen Menschen mit Maschinengewehren und gucken, ob die Mägde sich über irgendwas unterhalten. Die werden dann ermahnt oder auch bestraft. Leute, die gegen den Staat arbeiten, werden auch öffentlich gehängt und solche Sachen. Also sind alles Fakten, die geschichtlich bei uns schon mal vorgekommen sind. Und Margaret Atwood hat das damals in ihrem Roman nicht erfunden. Sie hat es einfach nur in irgendeiner Form zusammengetragen und eine Geschichte daraus gemacht. Deswegen finde ich, hat die Serie in diesem Video auch eine Daseinsberechtigung. Weil diese Hauben kennen wir ja noch aus dem Mittelalter, aber die Hauben sind nämlich extra lang. Im Buch werden das Flügel genannt, damit die Mägde nicht rechts und links gucken können. Und allein dieses Kostüm ist schon so grotesk. Dazu tragen die einen roten Mantel, müssen sich verhüllen und dann findet natürlich noch einmal im Monat, nämlich zur fruchtbaren Zeit, der Markt, die sogenannte Zeremonie statt. Das heißt, die Frau wird einvernehmlich vergewaltigt. Und ja, bei sowas zuzusehen ist eigentlich abartig, aber es ist wie ein Unfall, man kann nicht weggucken. Man kann es eigentlich nicht fassen, wenn man die ganze Zeit diese Serie guckt. Eigentlich ist es eine Dystopie. Es geht natürlich im Endeffekt um Befreiung und ist eine der besten Serien, die ich je geguckt habe. Ich habe so geheult, ich bin so mitgegangen, das war so gut geschauspielert, so gut dargestellt. Und wenn ihr jetzt vielleicht mit dem Buch nicht ganz so viel anfangen konntet, ich habe schon öfter jetzt Stimmen gehört, wo gesagt, boah, ist doch gar nicht so toll, wie alle erzählen und ist irgendwie langweilt mich, dann guckt euch auf jeden Fall nochmal die Serie an, weil die bringt das ganze Thema, denn das Grundthema ist interessant. Die bringt es nochmal ganz anders rüber. Schaut es euch an, ihr werdet es nicht bereuen und mich würde es freuen, wenn ihr eure Meinung dazu da lasst, wenn ihr mal reingeschaut habt. So, meine Lieben, jetzt sind wir am Ende des Videos und mich würde interessieren, wie es euch gefallen hat. Soll ich öfter mal alleine Videos über Serien machen? Mache ich gerne. Ich gucke gerne Serien, also kann ich euch daran auch teilhaben lassen. Mich freut es, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Vergesst den Daumen hoch nicht dazulassen und bis dahin eine schöne Zeit. Bye, bye.